Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen bei The Witcher Wild Hunt mitten in einem Gespräch. Hab schön abgeschnitten. Und jetzt unterhalten wir uns mal weiter mit der Yennefer. Warum Wüsima? Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Wüsima erwartet dich nämlich jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys, oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Mhm. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Was er dir wohl angeboten hat? Nö. Ich kann es mir ja mal anhören. Ja, das ist eine Antwort, die man mal geben kann. Das wäre doch gar nicht so verkehrt, oder nicht? Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Wesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Mhm. Wieso? Erfahren wir das noch? Ciao. Wesemir. Und hallo, neues Abenteuer. Ich denke mal, hoffe ich. Vielleicht ist das Spiel doch zu Ende. Man weiß es nicht. Nein, Quatsch. Dili. Oh, sieht schön aus. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Oh je. Los jetzt! Oh oh. Wer ist das? So geht's auch. Das könnte nur die wilde Jagd gewesen sein. Vorherigen Morgen darüber in Ordnung? Nach der Audienz. Okay. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Mhm. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Wüsima. Oh. Ach. Der Geralt wird ja waschen. Das lässt sich gut gefallen, ne? Sieht aber schon ein bisschen befremdlich aus. Der hockt da in der Luft oder so?
Das muss reichen. Mhm. Das sagt sie jetzt so. Du meinst, es kümmert M hier, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Berger, alles klar. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Muss ich mir merken. Stimmt was nicht mit meinem Bart? Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. Mhm. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Och nein. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Okay. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Gut. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Deine Männer sind in der Schlacht gefallen. Die wilde Jagd hat sie getötet. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Mhm. Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Mhm. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Hat einige Namen. Ob man die haben will? Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Mhm. Was nehmen wir uns denn? Wo sind denn überhaupt meine Kleider? Ja, das wäre eine gute Frage. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Mhm. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Ja, ja, gut. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, ne? Der sieht schön. Oh. Nimm mal ganz schwarz hier so. So. Jo. So. Ja. Hätten wir uns bald auf den Ständer gesetzt. So, dann ziehen wir uns das mal an, dass wir nicht hier nackig durch die Gegend laufen. Jo. Gut. Sieht zwar doof aus für den Geralt, aber naja, sieht wenigstens einigermaßen nicht so scheiße aus. Ich gucken uns hier nochmal ein bisschen um, oder? Naja, komm. Los geht's. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Schätze schon. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort.
Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tarn des Herrn ist hell genug. Der Herr wird von dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin kein Wildschwein, ich kann mich... Nee, komm, wir sind nett. Bitte sehr. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Bein nach vorne, linkes Bein nach vorne, linkes Bein nach hinten, Hände. So. Bitte, für Torheiten ist dies nicht die Zeit noch der Ort. Der Herr wird genau hinsehen. Bein ausgestreckt, ach so, Hand flach, gut. Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Ja, ist rechts, alles klar. Der Herr wird dies üben. Ja, ja. Falsch, falsch, falsch. Noch einmal. Ja, dann nimm mal jetzt halt die Mitte, Entschuldigung. Bein ausgestreckt, Hand flach, oh. Kinn auf der Brust. Leck mich am Arsch. Der Herr wird dies üben. Ja, hier, komm. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Das sind aber nicht immer alle, ne? Mit mir. Ja, dann komm. Du doofer Kauz hier. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ich versuch's. Ingrimi ep art kerser, deitwen adan in karn ep morvut, em hier war em reis. Verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Arrea ep to orde. Evelien, namin wat gern wavort. Alle gehen raus. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Sie ist zurück? Ist das sicher? Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann, sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun, nach der Audienz. Und warum ich? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser.
Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Dann ab zu Yennefer. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Ja. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Morgen empfangen werden. Und es ist Nachmittag. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herevar der Zweite, Prinz von Elan. Es tun SSAO an den Babinen verehrt. Es ist hier, Abside F, Jansan, Innen, so war schon eine schöne Zeit, nur natürlich gab es viel, wo es halt einfach abgeschlachtet wurde. Ne, nicht einfach erstmal verurteilt und im Knast gesteckt oder irgendwie so. Und na, ich glaube, aber die Leute haben sich nur früher auch nicht da. Ja, was denn jetzt? Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Gut. Ah, dann gehen wir mal hier durch. Federn noch angespitzt, ja? Dann schauen wir uns jetzt mal um. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers. Was ist Temerien? Was wird aus Temerien? Das kann man irgendwann nochmal durchlesen, wenn er Bock hat. Exzellenz, ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selber. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. In drei Ausfertigungen. In welchen Auswertigungen? Brot und ein Fläschchen. Ja, wir klauen den, weil er genug davon hat. Aber Bauern, ja, wenn sie unfreundlich sind oder wenn sie nicht gerade hingucken, machen wir das bei denen auch. Am Anfang wollte ich das nicht machen, aber mal gucken. Wir werden mal sehen, wie und was und wo und ja, überhaupt. Dass ich keine Zeit habe. Tja. Der Obst. Ja, kann man mal machen, ne? Sie sagen ja nichts dazu. Okay, der Schwerter der Hexen. Oder Schwerter gegen Hexen. Oder für Hexen. Oder Hexer. Oder. Was? Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Na super. Okay. Was? Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werden, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Was denn? Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Jetzt sind es also schon unsere Agenten. Ja, ganz schön erwachsen. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Ja. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Ja. Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her.
Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Mhm. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Aha. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Wo wurde Ciri gesehen? Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Mhm. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Mhm. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Wieso hast du mich denn nicht früher kontaktiert? Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Mhm. Gut, Zeit zum Aufbruch. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Mhm. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Mhm. Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ein Küsschen zum Abschied. Ich werde auf dich warten. Nimm die Ausrüstung vom Kämmerer in Empfang. Und da geht's er weg. Nee. Und nimmt die halbe Bibliothek mit. Okay. Weg ist er. Einfach wegteleportiert. Wie abgeschlossen. Hallo? Was ist denn hier los? Warte, hier ist noch was drin. Das haben wir, glaube ich, schon. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Zwergenschnaps. Wäre nicht ganz so verkehrt. Nee. Ich sollte die Titel mal vorlesen, ne, bevor ich schnell wegdrücke. Die wilde Jagd. Mhm. Alles klar. So, was haben wir denn da? Ja, Kerzchen aus, Kerzchen an. Okay. Scheint wohl... Ach ja. Kann man das nochmal ansehen? Ach komm. Ach komm, ey. So. Ja, ich bin nochmal zu schnell. Ich weiß nicht.
So, was haben wir denn da? Der letzte Wunsch. Mondscherben. Apfelsaft und Fläschchen. Tut lieber doch beides mit, oder? Komm. Das reiche ich jetzt, ne? Ich hätte mich zwar über ein bisschen Zwergenschnaps gefreut, aber... Was soll es, ne? Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Bitte. Er macht das gleiche Geräusch. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. So, dann sehen wir uns. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. So. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Kinderlinge. Gut, das ist ja schön zu wissen. Ja, und das alles erfahren wir dann in der nächsten. Ja, ist es jetzt gut. Und das alles erfinden wir dann in der nächsten. Nein. Und das finden wir dann alles raus in der nächsten Folge. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin. Und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Dragon Soul. Ciao.